Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu vier Themen möchte ich Sie heute informieren. Erstens unsere Haltung zur Eurokrise. Wir werden über den FDP-Parteitag kurz miteinander reden, über die Haushaltsdebatte in NRW. Unsere Partei hat sich ja da jetzt entsprechend positioniert und ich möchte Sie kurz über die Ergebnisse unseres geschäftsführenden Parteivorstands informieren. Als erstes zur Eurokrise. Wir erleben, dass die Ungleichgewichte in Europa inzwischen zu gigantischen Sparmaßnahmen der einzelnen Länder führen, vor allen Dingen allerdings zu gigantischen Veränderungen der Lebensumstände der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere in den betroffenen Ländern. Wir haben dort Einschnitte in den sozialen Bereich, die nicht mehr von den Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert werden. Wir haben eigentlich den Zustand, dass man sagen kann, die Europolitik hat den Nenner Banken retten, Bevölkerung schröpfen. Das lehnen wir ab. In Europa leben Europäer und keine Euros. Wir sind natürlich der Auffassung, dass europäische Solidarität wichtig ist und dass wir im Rahmen dieser Solidarität auch helfen müssen. Aber die Bindung von Hilfen in Europa an Kürzungsorgien dieser Art, die wir zurzeit erleben, ist wirtschaftlich, sozial und politisch falsch. Wir haben die Situation, dass die Griechenland-Rettung faktisch gescheitert ist. Die Kürzungspakete haben der griechischen Wirtschaft das Genick gebrochen. Die wirtschaftliche Entwicklung ist rückläufig. Wir haben das ähnliche Situation zu erwarten in Portugal und sicher auch noch in anderen Ländern Europas. Wenn die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union nicht endlich einen Kurs der volkswirtschaftlichen Vernunft einschlagen, und das muss ein Kurs sein, der tatsächlich die Verantwortlichen der Krise zur Kasse bittet und nicht die Bevölkerung, droht dieses europäische Projekt wirklich ernsthaft Schaden zu nehmen. Wer Europa retten will, muss Hilfen zum Wiederaufbau geben. Wir brauchen einen Marshallplan für die Krisenstaaten, der finanziert wird über eine Besteuerung Reicher und Vermögender und nicht über ein permanentes Ausquetschen der Menschen, der betroffenen Länder, aber auch derer, die letztendlich Finanzierung leisten sollen. Deshalb fordern wir die Einführung von Eurobonds sowie die Finanzierung von Staatskrediten über eine europäische Bank für öffentliche Anleihen, um die Wucherzinsen der Banken zu drücken. Es ist nicht akzeptabel, dass die Banken, die letztendlich auf Staatskosten gerettet wurden, nun eine Politik verfolgen, dass sie die Staaten bzw. die Bürger der Staaten weiter ausplündern. Letztendlich ist der Versuch dieses Plans zur Rettung des Euros ein Versuch zur Rettung der Banken, die sonst, wenn es anders laufen würde, besonders belastet werden würden. Hauptursache der Schuldenkrise sind außenwirtschaftliche Ungleichgewichte. Sie entstehen durch gigantische Außenhandelsüberschüsse, insbesondere der Bundesrepublik Deutschland. Die Außenhandelsüberschüsse der Bundesrepublik Deutschland belaufen sich in den letzten 10 Jahren auf 1,5 Billionen Euro. Also wir exportieren 1,5 Billionen mehr Waren, als wir kaufen. Das geht auf Dauer nicht gut. Als wir noch keinen Euro hatten, konnten außenhandelswirtschaftliche Ungleichgewichte dieser Art durch Abwertungen geregelt werden. Das geht in einer gemeinsamen Währung eben nicht mehr. Und wenn die Bundesrepublik diese Außenhandelsüberschüsse dadurch erreicht, dass sie permanent die Löhne absenkt, dass sie die Sozialleistungen kürzt, dann ist das ein Verfahren, das letztendlich Europa in seinem Bestand gefährdet. Wir sagen, wir brauchen eine Abkehr von der extremen Exportorientierung unserer Wirtschaft. Die ist zu erreichen über deutliche Steigerungen der Löhne, aber auch über Anhebung der Renten und über Anhebung weiterer Transferleistungen. Wir wollen also nicht Exporte beschränken, sondern wollen Importe stärken durch höhere Kaufkraft in der Bundesrepublik Deutschland. Im Übrigen möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass das eigentlich dieser Kurs gesetzlich in der Bundesrepublik Deutschland vorgeschrieben ist, nämlich vorgeschrieben durch das Stabilitätsgesetz, in dem die Ziele staatlicher Wirtschaftspolitik beschrieben worden sind. Und eines der Ziele ist außenhandelswirtschaftliches Gleichgewicht. Kein Mensch in dieser Regierung scheint sich daran zu erinnern, dass es gesetzliche Bestimmungen in dieser Republik gibt, die vorschreiben, dass wir ein außenhandelswirtschaftliches Gleichgewicht wollen.
und die Wirtschaftspolitik sich daran auszurichten hat. Wir machen das Gegenteil. Wir machen eine permanente Politik zur Steigerung der Exporte mit dem Ergebnis, dass wir ganz Europa sozusagen mit dieser Politik durcheinander bringen. Wir lehnen es deshalb auch ab, dass die Bevölkerung in den Krisenstaaten und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch in Deutschland immer wieder für die Banken haften sollen und für die Risiken der Banken einstehen sollen. Das ist letztendlich das Ergebnis dieses Euro-Rettungsplans, den die Regierung uns vorschlägt. Im Übrigen, sie wollen nun diesen Kurs natürlich auf andere Staaten übertragen. Also Kürzung der Leistungen, Kürzung der Löhne, um zu außenhandelswirtschaftlichen Gleichgewichten zu kommen, funktioniert nicht. Nicht in der Bundesrepublik, aber auch nicht bei den anderen Ländern, die ja eben schon an der Kante sind, dass es gar nicht mehr möglich ist. Zweites Thema, FDP-Parteitag. Aus unserer Sicht hat die FDP die Erwartungen dieses Parteitags nicht erfüllt. Es sind die alten Köpfe, die haben vielleicht die Posten getauscht, aber sie sind alle noch da. Es bleibt auch bei den alten Themen, Steuersenkungen, Sozialabbau, Anti-Euro-Populismus, das ist kein neuer Kurs, sondern ist der alte Wein in neuen Schläuchen. Aber nicht mal der Schlauch ist neu, sondern nur der Posten. Ausgerechnet die selbsternannte Anti-Staatspartei FDP hat sich wochenlang nur damit beschäftigt, Funktionen und Staatsämter untereinander neu zu verteilen, ohne einen Kurswechsel tatsächlich vorzunehmen. Aus meiner Sicht hat Philipp Rösler schon am Ende des Parteitags die erste Niederlage kassiert. Er redet von mitfühlendem Liberalismus und sein Generalsekretär will jungen Familien das Elterngeld und damit die Existenzgrundlage streichen. Das passt nicht zusammen. Wenn Rösler diesen Vorstoß nicht kassiert, macht er sich lächerlich. Eine 4%-Partei blockiert zurzeit den Mindestlohn. Wenn tatsächlich die FDP sich nun wieder ein soziales Gesicht geben wollte, wäre es der erste Schritt, diese Blockade beim Mindestlohn aufzugeben. Aber ich denke, da ist diese Partei nicht dazu in der Lage. Deshalb bleibt es dabei. Eine Politik der FDP, Steuersenkungen für die Reichen und gleichzeitige Kürzungen in Sozialleistungen ist eine Politik, die in dieser Republik eigentlich niemand braucht. Insofern braucht sich diese Partei auch nicht wundern, wenn sie bei 4% gegenwärtig liegt. Im Übrigen, wenn man davon ausgeht, dass öffentliche Ämter irgendetwas mit Qualifikation zu tun haben und dann wechselt ein Arzt vom Gesundheitsministerium ins Wirtschaftsministerium, das ist auch nicht gerade eine Entscheidung, die der Qualifikation des Einzelnen Rechnung trägt. Meine Damen und Herren, drittes Thema, Haushaltsdebatte in Nordrhein-Westfalen. Unser Landesparteitag, unser kleiner Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen hat entschieden, und zwar mit überwältigender Mehrheit, unserer Landtagsfraktion zu empfehlen, sich bei der Abstimmung über den Haushalt 2011 zu enthalten. Das bedeutet faktisch, der Weg ist frei für den rot-grünen Landesetat 2011 in Nordrhein-Westfalen. Eine Ablehnung wäre ein Fehler gewesen, weil vor dem Hintergrund der Finanzlage zaghafte Schritte in Richtung positiver Veränderungen erfolgt sind und weil vor allen Dingen unsere Kernthemen unangetastet blieben. Wir haben immer gesagt, es darf kein Sozialabbau, kein Stellenabbau und keine weitere Privatisierung durch diesen Haushalt unmittelbar erfolgen. Das ist erfüllt. Ein zustimmungsfähiger Haushalt hätte allerdings für die Linke mehr bedeutet als das, was verabschiedet wurde. Zum Beispiel beim Thema Energie oder beim Thema öffentlicher Beschäftigung hätten wir uns deutliche Veränderungen erwartet. Aber es ist klar, wir halten Wort. Ein rot-grüner Etat sähe anders aus, wenn die Linke nicht in diesem Landtag wäre. Dann wären diese Kürzungen mit höchster Wahrscheinlichkeit auch im Sozialbereich oder bei öffentlich Beschäftigten erfolgt. Zum letzten Thema, die Ergebnisse unseres geschäftsführenden Parteivorstands. Wir haben uns heute mit Umschichtungen im Finanzplan verständigt. Das bedeutet, wir haben mehr Geld zur Verfügung gestellt, insbesondere für praktische Aktivitäten. Es ist aber noch nicht beschlossen, sondern das wird im Vorstand in der nächsten Sitzung am Samstag, Sonntag dann zur Entscheidung vorliegen. Wir haben also mehr Geld im Ergebnis zur Verfügung gestellt für Kampagnen und für Wahlkämpfe. Zweites Thema, wir haben unsere Vorstandssitzung vorbereitet. Wir werden in der nächsten Vorstandssitzung die aus unserer Sicht sehr positiven Ergebnisse unserer Programmredaktionskommission zur Abstimmung im Vorstand stellen. Es wird da mit Sicherheit noch die ein oder andere Änderung geben, aber wir sind auch dort auf einem Weg, dass wir
unsere Programmdebatte, glaube ich, zielstrebig weiterführen können und sie mit einem guten Beschluss unseres Parteitags und dann auch mit einer Urabstimmung unserer Mitglieder abschließen können. Diese Fragen werden wir diskutieren am Wochenende in unserer Vorstandssitzung, insbesondere die inhaltlichen Punkte unseres Programms, die Präambel, die werden wir dann 4 Wochen später auf einer zweiten Sitzung entscheiden. Ja, soweit von mir.